Ich weiß, dass der mich da gesehen hat. So. Okay, das ging diesmal ja noch ganz gut. Oh. Okay, die Waffe ist natürlich echt blöd, wenn man mal schnell hier... So. Okay, immerhin die Kommandanten haben wir jetzt diesmal erledigt. Ui. Na, der kommt. Aber diesmal kriegt der hier die Jackhammers. So. Keine Chance für dich. Aha, aha, aha. So schnell macht man aus. Nazis, Ragu. So war, genau, als erste Waffe die. Hier gibt es doch dann bestimmt noch ordentlich was zu lesen. Da verwette ich doch was drauf. Hier in einer Bibliothek. Horseboos. Okay. Hier knarzt ganz schön das Holz. Vielleicht finden wir hier noch irgendein cooles Buch oder so. Irgendetwas. So eine kleine Referenz. Sieht aber gerade eher nicht so danach aus. So, ah ja, okay, da lang muss ich. Das heißt, ich war eigentlich schon ganz richtig gewesen, aber ich will mich schnell unten nochmal umschauen. Nochmal Schockhammer-Munition. Ah, nee, da habe ich schon das Limit erreicht. So. Da unten gab es, glaube ich, auch nochmal hier Pistolenmunition, genau. Hm. Aber schade, so richtig was Cooles gibt es hier leider nicht. Noch, ja, Limit erreicht bei Rüstung. Ah, doch, hier, schaut mal, hier haben wir einen Brief. Notiz von Helga, Dezember. Das Mysterium von Wulfburg vertieft sich. Ich dachte zuerst, die Stadt wäre durch die einfallenden Barbaren vernichtet worden. Falsch. Neue Theorie. Die Zerstörung der Stadt wurde von König Otto angeordnet. Warum? Waren die Bewohner nicht loyal? Das lässt sich nicht herausfinden. Nur, dass es schnell und überraschend war. Die Stadt wurde Jahrzehnte später wieder aufgebaut, als hätten diese Ereignisse niemals stattgefunden. Welche Geheimnisse wohl unter der Asche verborgen liegen? Neulich habe ich mit angehört, wie ein paar Soldaten sich darüber unterhielten. Die sprachen von Riesen und Dämonen. Einfache Legenden von einfachen Leuten, aber wie immer enthalten Geschichten dieser Art einen wahren Kern. Ich muss noch weiter nachforschen. Es scheint heute noch mehr. Es schneit heute noch mehr. Vielleicht lese ich heute vorm Kamin. Morgen Abend Essen mit Karl. Sehr aufregend. Was soll ich nur anziehen? Oha, hat die gute Helga... wahrscheinlich sogar Gefühle. So. Okay, aber immerhin haben wir noch erfahren, ja, dass König Otto höchstwahrscheinlich die Stadt Wulfburg selbst zerstört hat und dass es Legenden von Riesen und Dämonen gibt. Es war also auf jeden Fall gut, dass wir nochmal nach unten gekommen sind. Jetzt schauen wir aber, dass wir...
hier im Level weiterkommen. Und dafür müssen wir hier hinten lang, soweit ich das jetzt erkannt habe. Ja, wir scheinen jetzt hier gerade in der Kerkeranlage zu sein. Und da vorne ist dann die brandgefährliche Tür. Und durch! Wesley. Ah, da haben wir ihn, Wesley. Hey. Kommen Sie, Wesley. Aufwachen. Wachen Sie auf. Kommen Sie, Wesley. Laskovich. Ja. Da haben wir uns aber was Schönes eingebrockt, was? Keine Ahnung, wie Sie überlebt haben. Kommen Sie. Geht doch. Ich habe einen geheimen Trick. Bis wir zählen. Einatmen. Bis wir zählen. Ausatmen. Alles klar. Kann ich empfehlen. Na los, Herr Ziel. Was zur Hölle? Ach du Schreck. Alles in Ordnung? Hm? Dachte schon, dass du nicht mehr aufwachst. Greta, bleib. Greta war hungrig. Ich wollte das Fleisch nicht verkommen lassen. Das verstehst du doch. Du krankes Dreckschwein. Dreckschwein. Das nenne ich Humor. Was bestimmt der Klassenkasper in der Schule, oder? Aber der Spaß hat jetzt ein Ende. Mein Vater starb durch einen Stromschlag. Solche Unfälle waren in den Kohlengruben im Ruhrgebiet keine Seltenheit. Mein Onkel erzählte mir, dass er im Wasser stand, als es passiert. Wasser leitet Strom. Und was ist in unserem Körper? Ganz genau, Wasser. Wenn ich diesen Knopf drücke, wird über dieses Wasser Strom durch deinen Körper geleitet und du wirst die entsetzlichsten Schmerzen erleiden, die du je erlebt hast. Wenn du dir das ersparen willst, was ich absolut verstehen könnte, beantworte einfach nur meine Frage. Also, wer ist deine Kontaktperson im Dorf? Nico. Wer ist das, Nico? Nikolaus. Diese Mädchen werden dich nicht retten. Rede schon. Warum bist du so stur? Deine Leute sterben da draußen. Auf den Stränden, den Feldern, das ist jämmerlich. Wie Insekten ohne Flügel. Ihr habt den Krieg verloren. Wenn ich entkomme, grill ich dich auf diesem Stuhl, bis du stirbst. Bis wir zählen, einatmen. Bis wir zählen, ausatmen. Ein letztes Mal noch, dann bist du dran. Wer ist dein Kontakt? Ja? Und wenn ich mit dir fertig bin, dann töte ich deinen Köter. Leck mich! Was machst du da? Verdammt! Okay, das war richtig krass. Greta. Oh, scheiße. Ah, keine Zeit zu reden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Greta hat den armen Wesley gefressen und wir haben jetzt wirklich Greta getötet. So, und ich brauche verdammt nochmal eine Waffe. Der hat doch bestimmt eine Waffe fallen lassen, oder? Och, Mann. Der hat doch hundertprozentig eine Waffe fallen lassen oder so. Am besten schlage ich mich mal.
gleich irgendwie. Erledigt, Rudi. Ich will, dass jeder verfluchte. Ah, der Verhörbericht, den lesen wir gleich. Und ich brauche eine verdammte Waffe. Ja, endlich. So, Sturmgewehr. Lebenspunkte. In Sicherheit bringen. Oh Gott! Und schießen. So, den noch schnell noch durchgetötet. Nein! Oh Mann! Oh Mann, ey. Okay, das ist echt eine ziemlich harte Situation jetzt. Ich hab deinen Scheißhund erledigt, Rudi. Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Theater angreift. Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht. Ich will das Schwein tot sehen. Los! Okay, da sind 80 Leben. Ah, 20 Leben. Munition. Keine Waffe. So, ich renne hier mal nach oben. Find hier eine Waffe. Okay. 5 Schuss. So. Ah ja, ein Sturmgewehr mit 120 Schuss. So. Kein Problem, kein Problem. Ich habe die Lage unter Kontrolle, so irgendwie. Natürlich kommen sie von allen Seiten. Okay. Oh nein! Ah, wollte ich gar nicht. Wie wechselt man hier nochmal ganz, ganz schnell? Und zwar. Ah ja, Schussmoduswechsel. Okay, doch nicht. Schnell mal die Typen da hinten erledigen. Ja, ja, von wegen, du hast mich. Och nein, der. Okay, ich muss nach unten schnell noch die 80 Leben holen. Sind meine 80 Leben geblieben? Ach, da hinten. Okay, oh. Wir kriegen das hier hin, wir kriegen das hier hin. Okay. Ah, ich habe eine andere Waffe jetzt gerade drin, deswegen. Oh, die ist leer. Ach, deswegen. Schon gewundert. Ja. So, wo ist denn der? Ah, da hinten ist der. Der andere Pumpgun-Schütze. Was? Boah, endlich hier. Oh Mann, ey.
Sein oder nicht sein? Das ist hier nicht die Frage. Ja. WTF, aber das war gerade richtig krass, wie Greta den armen Wesley gefressen hat. Ja, und dann hat sich Blaskowitsch befreit. Wir haben den ollen Jäger mal so richtig gegrillt und, ja, Greta abgestochen. Jetzt diesmal haben wir sie wirklich getötet. Oh Mann, ey. Wie krass einfach. So, da unten ist noch der Verhörbericht, den müssen wir gleich noch checken. So, da haben wir ihn. 16. März. Befrager Major Rudi Jäger. Befragter 46011-9-01. Die befragte Person ist ein mutmaßlicher Doppelagent der Alliierten. Die Person war zum Zeitpunkt ihrer Festnahme auf Burg Wolfenstein in Begleitung eines weiteren Agenten, befragt Nummer 46011-9-02, während sie versuchte, in das archäologische Forschungsbüro von Oberstleutnant von Schaps einzudringen. Es wird zudem vermutet, dass die Agenten Unterstützung durch eine Kontaktperson der Widerstandsbewegung hatten. Erstens. Die Person wurde nach ihrer Identität, ihrem Auftrag in Burg Wolfenstein und ihrer Kontaktperson im Dorf gefragt. Außerdem wurde gefragt, worauf sie es in Frau Oberstleutnants Büro abgesehen hatte. Die Person verweigerte jegliche Antwort. Der Person wurden Stromschläge verabreicht. Die Person zeigte sich mental standhafter als ursprünglich angenommen. Sie verweigerte trotz der körperlichen Belastung weiterhin die Kooperation. Drittens. Anstatt von Stromschlägen kamen im Folgenden einige der erweiterten Verhörtechniken zum Einsatz. Es wurden Schläge auf den Kopf sowie Messerschnitte am Körper zugefügt. Des Weiteren wurde der Person Eiswasser ins Gesicht geschüttet. Ohne Ergebnis. Die Person kooperierte nicht. Die meisten Menschen hätten schon weit früher den Widerstand aufgegeben. Daher muss es sich bei der Person um einen erfahrenen, hochrangigen Agenten handeln. Viertens. Die Person weigerte sich auch nach längerer Behandlung mit Stromschlägen, die Identität ihres Kontaktmanns vom Widerstand preiszugeben. Die Person ist körperlich nahezu nahezu vollends erschöpft und bei weiterer Behandlung mit Stromschlägen ist ein Ableben wahrscheinlich. Die Befragung wird daher kurz unterbrochen, damit sich die Person erholen kann. Ja, kranke Verhörmethoden. Was haben wir hier? Oha, das sieht mal richtig krank aus. So, und der Rudi, der ist hierdurch geflüchtet, also hier lang geflüchtet. Ah, hier hätten wir wahrscheinlich auch Waffen und alles bekommen, oder hatte man auf diesen Bereich noch gar keinen Zugriff, bevor wir nicht die Situation eben geklärt hatten? Erstmal die Waffe sauber machen, korrekt. Okay, dann würde ich mal sagen, schnell mal die Waffen neu koordinieren. So. Ach, hier hinten kommen wir gar nicht durch. Aber hier oben kommen wir rein. Ein Geheimbereich und Nazi-Gold, aber ich glaube, wir haben zwar die Trophäe Glanzleistung erhalten, aber ich glaube, das bringt uns leider nicht so viel, da uns wahrscheinlich einiges an Nazi-Gold abhanden gekommen ist. Ja, blödes Nazi-Gold. Und ich weiß auch aktuell leider nicht, wohin wir müssen. Hier muss es doch irgendwo eine Karte geben oder so etwas. So. Ah, hier unten lang wahrscheinlich. Hier unten lang ist auch nur eine Sackgasse. Ah, schaut mal hier. Aber ich checke ganz kurz noch den oberen Bereich. Ja, hier sehen wir die Baupläne für die Maschinensoldaten. Die kranken Experimente an den Menschen, die hier durchgeführt werden. Alles nur, um eine absolute Herrenrasse zu schaffen. Wahrscheinlich müssen wir hier einfach nur drücken. Reiß dich zusammen, BJ. Denk an den Plan.
Steig in die Seilbahn zum Dorf. Triff dich mit Kessler im Gasthaus. Schaffst du das, Billy Boy? Aber mit links.